Good morning, ladies and gentlemen. It's time to start. It is a great honor for me to welcome you in the name of the Rectorate of the University of Bern to this TOSCA, or maybe TOSC-AT Congress. Opening a conference where opera plays a central role is a very special moment for me personally. It brings me back to my infancy and my childhood and to my father's passion for Italian opera. I grew up in a world where Compare Turiddu was killed over and over again, a very strange world for a child, a world which sometimes anticipated more important philosophical life lessons, like in the case of the famous Pagliaccio, who, instead of crying out his terrible sadness, had to put flour, on his face and laugh. I tried myself. My father, born 1929, was a simple person, an electrician, living in the Italian-speaking part of Switzerland. In his younger years, he discovered the opera when his mother forced him, against his will, to go to the theater in Bellinzona. Contrary to his expectation, it was love at first sound, with consequences. In my childhood, sometimes he was Toscanini, sometimes he was Enrico Caruso. We by far preferred him as an almost silent Toscanini. And the famous sentences and expressions of the opera were part of our everyday life. Fallaci speranze, gelide manine, or the famous Lucia of Lammermoor, which became in our family Lucia di labrisch mort, it is Lucia with pale lips, used as a nickname for a pale woman. My father had a special talent for linguistic puns, and the basis for these puns were, for him and for many other people before him, their main two foreign languages, Latin and literary Italian. On one side, the language of the Latin Mass, which he knew by heart, and on the other side, the Italian language of literature, including, very importantly, the language of the opera. A language which was part of a fantasy world, totally different from the hard world of the everyday Lombard dialect. Both languages were also world languages, connecting these people to the rest of the world. Concerning Italian, it is a kind of paradox for a linguist like me to observe that this variety of Italian, which contributed to expanding the interest and the love for the Italian language in the world, was not the mother tongue of so many opera listeners in Italy, where the dominant everyday languages were the different dialects. And you surely know that Italian dialects are not varieties of Italian. They descend directly from Latin. This special, almost paradoxical situation definitely changed in Italy in the second half of the 20th century through internal migration, urbanization, education, radio and television that caused and permitted the language to change from dialect to Italian. Nowadays, it is not completely clear which role the language of the musical theater played in the dissemination of the Italian language in Italy. It surely was not an everyday language, but it certainly was a language many people met every day. But you are not here to listen to me telling you about my family or about the recent history of the Italian language. As a conclusion of my a little bit nostalgic talk, let me repeat that it is a great honor to welcome you to Bern. I know that you came from many different nations and continents, and having you here is also a clear consequence of the very good reputation of our Institute of Musicology. Thank you for coming to Bern, and many thanks to my colleagues for bringing you here and for the excellent work they are doing. I wish you a very interesting Congress and a nice day in Bern. Thank you.
Rectoris Vicari, Carissime Bruno, Venerabilis Professoris, Illustres Collegae, Dilectissimi Commilitones, Studiosa Juventus, et Carissime Anselm. Ad est tempus gaudendi. Hodierno die in nostra celeberrima academia secundus congressus inter sive transnationalis dramatis melici incipit. Professori historiae antiquitatis in lingua latina plurimam salutem dicere decet. Damit bin ich mit meinem Latein noch nicht am Ende. Aber ich will doch in zwei Sprachen wechseln, die uns alle vertrauter sind. Der Gebrauch der einstigen universalen Gelehrtensprache des Lateinischen, gerade zum Beginn meiner Ausführungen, ist indes mehr als eine skurrile Laune des Althistorikers, der auch Rezeptionsgeschichte macht. Er verweist auf eines der Themen, das mich an Ihrem Kongress in besonderem Maße interessiert, nämlich der Rezeption und Transformation zentraler Elemente der lateinischen, aber auch der griechischen und jüdisch-christlichen Kultur in der Oper. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass es Gegenstände des antiken Mythos und der antiken Geschichte waren, die seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert von zentraler Bedeutung für die Konstituierung dieser musikalischen Gattung waren. It is therefore not surprising that papers deal inter alia with the reception of two Salome operas in pre-war Paris, new and old emperors in biblical melodramas, L'Incoronazione di Poppea by Giovanni Francesco Businello, Saint-Saëns and Sophocles, Handel's Catone, Liszt's Zadanapoli and Oedipus, not in Thebes, but in Colombia. Even this brief and certainly not exhaustive enumeration indicates the richness and variety of classical tradition in opera. But your program also reflects the methodological diversity, theoretical vitality, historical sensibility, and the topical impact of transnational opera studies. Though this conference has brought together scholars from all over the world, many of you are for the first time in Bern, I suppose, and possibly even in Switzerland. One of the things that strikes visitors from abroad is the amazing state of conservation of Swiss cities. Many towns in other European countries were deeply scarred by the Second World War, and some, like Coventry, Hamburg, and Warsaw, have become synonyms for massive destruction, for the erasure not only of human life, but also of cultural heritage. By contrast, if you take a walk through Bern's old town, you can see how intact this place has remained. Walking upward from the tip of the tongue that is formed by the River Aare, you can discover the layers of settlement, the late medieval, Renaissance, and 18th century houses that form Bern's harmonious cityscape. And I hope that you will agree that Bern deserves its status as a UNESCO cultural heritage site. Some places even may remind you on opera sceneries, and then you will be surprised that people don't wear costumes. But I should stop here. Let me repeat in English, just in case, what I have said before in Latin. It is my pleasure to welcome you in the name of the Faculty of Humanities at the University of Bern. I wish you all a stimulating conference, interesting conversation, but also enough time to enjoy yourself and to take a stroll through the old town of Bern. And since the summer has arrived, just let me add, if you take a swim in the River Aare, be careful. Thank you.
Ladies and gentlemen, or to use a neologism we coined in the last days, dear Toskisti, cari Toskisti. Besides Tosca, there are several other popular operas that take place in European capitals. Tosca in Rome, Der Rosenkavalier in Vienna, Pico Valladama in St. Petersburg, La Bohème in Paris, Maria Stuarda, Roberto Devereux, but also Die Drei Groschen Oper in London, even the Duc d'Alpe, it's Donizetti's, it's Halévy's, it's Verdi's, Le Duc d'Alpe in Brussels, and Leon Cavallo's Der Roland von Berlin in the former Prussian and now German capital. But Bern? Unfortunately, I cannot recall any opera with an action situated in the Swiss federal city. There is, of course, Giordano's Fedora with one act set in the Berner Oberland, and Guillaume Tell with all four acts in the heart of Switzerland, but Bern. Nevertheless, Bern is the host this week to an international conference dedicated to opera studies. Like every regional center in the German-speaking countries, Bern has an opera house. We are proud of it, and our Department of Musicology is particularly delighted to maintain a regular cooperation with the Konzerttheater Bern, that's the official name. But in marked contrast to Zurich, which saw the first evenings of Lulu, Matthias der Maler, and Moses and Aaron, there are no particularly important premieres that are to be found in the annals of our opera house. The only raison d'être of Bern as capital of opera studies lies in the more recent development of its university. Our alma mater, founded in 1834, offered musicology the status of a full discipline as early as 1921. And in 1972, Stefan Kunze, the eminent scholar of Mozart's opera, was nominated as successor to Ernst Kurt and Arnold Gehring. It was he, Stefan Kunze, who embedded opera studies in our university to such a strong degree that after his untimely death in 1992, the Faculty of Humanities took it for granted to continue this specialization. Also, because Switzerland's first and still its only department for Theaterwissenschaft, for theater studies, was opened in Bern in the same year, in 1992. Today, our department is flourishing with three professorships and a lot of PhD students. En ce qui concerne les étudiantes et les étudiants qui préparent un doctorat, notre département se fait fort de sa position dans un pays plurilingue au centre de l'Europe. Nos postgraduates viennent non seulement de la Suisse germanophone et de l'Allemagne, mais aussi de la Suisse francophone et de l'Espagne, de l'Hongrie et de l'Autriche, et en particulier de l'Italie. Non è qui la sede per compiangere la cosiddetta fuga dei cervelli, e ancora meno quando vedo il numero non esiguo di partecipanti che sono appunto italiani lavorando all'estero. Ma avete senz'altro notato che tanti nomi delle persone coinvolte nell'organizzazione di questo incontro suonano come italiani. Ma attenzione, nel nostro staff si trova anche una studentessa che viene dall'unico cantone svizzero interamente italofono, dallo stato di Ticino. Anche per questo la presenza di italofoni fa parte della vita quotidiana del nostro dipartimento, coincidenza che forse non è di cattivo augurio per la ricerca sull'opera lirica. Aber nicht nur der italienische Nachwuchs ist stark vertreten. An unserem Institut und unter unseren Doktorandinnen und Doktoranden finden sich auch viele Musikerinnen und Musiker. Normally, musicology and music performance are separated between universities and conservatories in the German-speaking countries, even if the latter are now called universities of arts or universities of music in some cases.
the Anglo-American model of a music department that integrates musicology and practical music making is a very rare exception on the continent. For this reason, our university's Faculty of Humanities and the Department of Music at the Hochschule für Künste Bern initiated a joint curriculum for postgraduate students under the label Graduate School of the Arts. Leonardo Miucci, the soloist of our conference concert this evening, is one of the first artists who gained the university title of a PhD in musicology by following exactly this curriculum. And not only that, as you can see from the ASA keynotes, we are convinced that opera studies without a direct link to opera composition and to the interpretation of operatic music would remain a half measure. Before moving swiftly to our first keynote and before introducing my dear colleague Günther Heeg from the Leipzig Department for Theater Studies, there are three things I should mention in conclusion. First, I am delighted to acknowledge the financial support of the Swiss Academy of Humanities, SAGW, of the Burgergemeinde Bern, and last but not least, of our Faculty of Humanities. Second, I would like to thank our wonderful team who have prepared and organized this conference, namely Vincenzina Ottomano, Valeria Lucentini, Andrea Matter, Mariella Bianchetti, Julia Jordi, Laura Mettler, Svante van de Mortel, Florence Weber, Nathalie Wittmer, Yves Chapuis, and Kevin Fischer. TOSC at Bern 2017 simply not would have been possible without their engagement and their commitment. Last but not least, I would like to hand you over to Céline Frigau-Manning and Isabelle Mointreau, who unfortunately cannot be with us for the closing ceremony this Friday, and who would like to say just a few words concerning TOSC at Paris 2019, please. One microphone and two voices. Guten Tag. Buongiorno a tutti. It will be an immense and a great pleasure to host Tosca in Paris in 2019. So we really hope you will be there too. It depends also, the quality of the conference depends on all the participants, and it will be a pleasure to have you. And 2019 is going to be the 350th anniversary of the foundation of the Académie Royale de Musique. So we hope to prepare for you a very special event for Tosca Paris 2019. Deux anniversaires, donc le 350e anniversaire de l'Académie Royale de Musique et le 30e anniversaire de Bastille, de l'Opéra Bastille. Voilà. E quindi speriamo anche di avere dei partnerships interessanti come l'Opera Nazionale di Parigi, la BNF e la Bibliothèque Musée de l'Opéra, l'Opéra Comique, le Musée du Louvre, maybe, and other surprises. So we all, you know, we wait for you. So please come and thank you very much for your attention. Grazie. I'm happy to declare TOSC at Bern 2017 open. Herzlich willkommen in Bern. Bienvenue à Bern. Welcome to Bern. Benvenuti a Berna. We are truly delighted to have all you with us and are looking forward to three stimulating days of scholarly exchange under the sign of Floria Tosca. Let's go to our first keynote. I am particularly happy to introduce to you Günther Heeg, who is head of the Institute of Theater Studies at Leipzig University and director of the Centre of Competence for Theatres there.
He has published widely about body image and language in 18th century theater, as well as Brecht, Heiner Müller, and the transmediality of the arts. The current focus of his work is very close to music theater, to opera, because Günter Haeck is interested in the concept of a theater of recurrence and repetition and the idea of a transcultural theater. And so we are particularly happy to have him here for his keynote on the opera as a challenge for epic theater. Günter Haeck will speak in German, but you have a paper here with a rather long digest in English language to facilitate okay. your understanding. Okay. Welcome. Ja, ich freue mich auf toll, ja, danke. Hello and good morning. Thank you. Thank you very much, dear Anselm Gerhardt, for this very friendly welcome. It is a high honor for a non-specialist, but an opera enthusiast like me, to present a keynote address in front of such an excellent audience, all eminences in the field of music theater. Thank you so much for the invitation and the opportunity to present some ideas about the relation between opera and theater, epic theater, from the point of view of a theater scientist. So in advance I was told this would be a trilingual conference, and to underline this it would be best to give a speech in German language. So I will do. But as Anselm Gerhardt told it, I have prepared a handout with a short version of my lecture, so you get a kind of framework and hopefully will understand and enjoy the following. Ist das Mikro in Ordnung jetzt? Ja? Okay. Dann können wir starten. Ah, ist schon an. Die Oper als Herausforderung des epischen Theaters. Es hat sich herumgesprochen, dass Brechts Revolution des Theaters viel der Musik und vor allem der Oper verdankt. Das unterstreichen in ganz unterschiedlicher Weise die Arbeiten von Vera Stegmann, Joy Calico und Joachim Lucchesi, um nur einige zu nennen. Dass sie dabei nicht ganz falsch liegen, bezeugen schon auf der biografischen Ebene die lebenslange Zusammenarbeit Brechts mit Komponisten wie Paul Hindemith, Kurt Weill, Hans Eisler und Paul Dessau, sowie die Opern Aufstieg und Fall der Stadt Mehergonni, Dreigroschenoper, die Verurteilung des Lucullus und weitere Opernprojekte. Und dennoch zögert man, die Oper vorschnell zum Modell oder zur Blaupause für das epische Theater zu erklären. Zum einen, weil Brechts Beziehung zur Oper sich durchgehend durch Ambivalenz auszeichnet. Mehr noch, weil in seinen expliziten Äußerungen zur Oper die Kritik überwiegt. Zum anderen, weil damit die Gefahr droht, den Paragone, den Wettstreit der Künste, der für Brecht, wir werden darauf zurückkommen, Stimulanz und Herausforderung seiner Arbeit war, vorschnell zugunsten einer Kunstgattung der Oper zu entscheiden. Damit aber wäre die spezifische Qualität der Beziehung zwischen den Künsten, die Brechts Arbeiten auszeichnet, gerade verfehlt. Diese Beziehung zwischen den Künsten, die weitgehend unerforscht ist, soll im Zentrum meines Vortrags stehen. Wie es sich gehört, gliedert er sich in drei Teile. Im ersten Teil mit dem Titel »Das Gespenst der Oper« oder »Das Genießen des Fremden« werde ich Brechts Kritik am Umgang mit dem Fremden in der Oper nachgehen. Im zweiten Teil, Brechts transmediale Praxis oder der Stachel des Fremden, soll Brechts Praxis des Trennens umrissen werden. Und im dritten Teil, das Kraftwerk der Gefühle oder der Schauplatz der transkulturellen Eröffnung,
möchte ich an einer Szene aus Mahagoni das Zusammenwirken des Getrennten als Modell einer Konvivenz unter Fremden darlegen. Sie sehen aus dieser Anlage meines Vortrags bereits, im transmedialen Verhältnis der Künste bei Brecht ist auch ein spezifischer Umgang mit den Fremden angelegt. Das ist das implizite Politikum meines Vortrags, über das zu sprechen, ich denke, an der Zeit ist. Das Gespenst der Oper oder das Genießen des Fremden. Dass die Oper eine Herausforderung des epischen Theaters, also des Theaters des 20. Jahrhunderts, darstellen könnte, glaubt man nicht, wenn man die vernichtenden Äußerungen Brechts über die Oper liest. Noch kurz vor der Aufführung von Mahagoni, bekanntermaßen einer Oper, hat Brecht das Bedürfnis, sich über die Gründe klar zu werden, die ihn zu dieser Arbeit bewogen haben. Im Notizbuch 25 findet sich dazu unter der Überschrift Oper Mahagoni, breit unterstrichen, ein Halbsatz. Nicht, um die Oper umzuändern als Kunstgattung, nicht einmal, um dagegen einen Schlag zu führen. Sie ist allzu sehr der Ausdruck einer Klasse und Vernünftigkeit hat zu wenig Raum in ihr, als dass man etwa von ihr aus einen Schlag gegen die Schicht selber, die hier genießt, führen könnte. Wissen wir damit mehr über den Grund, die Gründe von Mahagoni? Ja und nein. Nein, wir erfahren nichts darüber, warum Brecht zusammen mit Kurt Weill die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni verfasst hat. Allenfalls indirekt. Was für die Arbeit an Mahagoni spricht, wäre, wie in einer Spiegelschrift, dem zu entnehmen, was dagegen spricht, sich auf die Oper überhaupt zu beziehen. Weder ein Schlag gegen die überkommene Oper sei mit Mahagoni intendiert, noch eine Reform der Oper, wie sie in den Zeitopern der 20er Jahre versucht wird. Die Oper, entnehmen wir der kleinen Notiz, ist unter aller Kritik. Sozusagen nicht satisfaktionsfähig, keinen Schlag wert. Warum das so ist, darüber geben drei Formulierungen Auskunft, die man zu drei knappen Thesen verdichten kann. Erstens, die Oper ist allzu sehr der Ausdruck einer Klasse, gemeint ist die bürgerliche. Zweitens, sie ist zu unvernünftig, als dass sie vernünftiger Kritik zugänglich wäre. Und drittens, ihre wesentliche Aufgabe ist das Genießen eben dieser Klasse. Hört man den Dreiklang der Thesen, ist man versucht, gleich in den Trott routinierter Brecht-Exegese zu verfallen. Klar, dem Aufklärer Brecht ist die Oper schlicht zu irrational. Aber dieser schnellen, vorschnellen Auflösung stellt sich das Genießen in der dritten These entgegen. Genießen, nämlich ist bei dem Materialisten Brecht nicht nur Ausdruck bürgerlicher Dekadenz, sondern es ist darin die Aktivität des Assozialen am Werk, die eine künftige Gesellschaft erst möglich macht. Seid nur nicht so faul und so verweicht, denn genießen ist bei Gott nicht leicht. Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch, und mitunter stört ein dicker Bauch. So heißt es im Choral vom großen Baal in Baal. Wir wissen, die Produktivkraft des Genießens ist nicht nur in Baal, sondern auch in späteren Figuren Brechts wie Fatzer oder Galilei am Berg. Das unterstreicht noch einmal die Bedeutung des Genießens für Brecht. Und damit zurück zu Brechts Verdikt der Oper. Warum, so fragt man sich, ist dann das Genießen in der Oper im Zusammenhang der drei Thesen negativ besetzt? Und was macht den Unterschied dieses Genießens zu jenem anderen Genießen aus, das Brecht für unverzichtbar hält? Und von hier aus weitergedacht, ließe sich über dieses doppelte Genießen bei Brecht vielleicht eine Brücke schlagen zwischen seiner Kritik der Oper einerseits und der Arbeit an der Oper Mahagoni andererseits, sodass wir, wenn wir uns nur intensiv genug mit seiner Kritik der Oper befassen, ex negativo Aufschluss darüber erhalten, warum und wie die Oper zur Herausforderung
des epischen Theaters werden konnte. Diesen Weg wollen wir im Folgenden gehen und uns in einem ersten Schritt mit jenem Genießen der bürgerlichen Klasse in der Oper befassen, von dem Brecht spricht. Wenn Brecht von der Oper redet, so meint er damit kein konkretes Werk, sondern die Oper als eine Institution des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. In den Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni hat Brecht sehr genau unterschieden zwischen einzelnen Opern, zum Beispiel von Mozart, und deren präzisen und differenzierten Dramaturgien einerseits und dem kulturellen Rezeptionsapparat Oper und seiner Funktion, den emotionalen Austausch zwischen den Heldinnen und Helden der Oper und dem Publikum zu bewerkstelligen. Alexander Kluge hat diesen Rezeptionsapparat treffend das Kraftwerk der Gefühle genannt. Das Kraftwerk Oper versorgt im bürgerlichen Zeitalter das Protagonisten mit den Leidenschaften, die ihnen im bürgerlichen Alltag abhanden gekommen sind. In der Rechenhaftigkeit des bürgerlichen Geschäftslebens stellen Aida, Madame Butterfly, Norma, Senta und ihre Leidensgenossinnen die emotionale Grundversorgung sicher, ohne die der Antrieb fehlt, die Geschäfte Tag aus, Tag ein zu führen. Die Oper, das geht aus ihrem Widerspruch zum bürgerlichen Alltag hervor, ist einerseits hoffnungslos anachronistisch. Ihre Heroinen mit ihren Leidenschaften finden darin in diesem Alltag keinen Platz mehr. Sie sind nur mehr Gespenster. Ihnen begegnet der bürgerliche Opernbesucher seinerseits in der Gestalt eines Untoten, eines Vampirs. Er saugt ihnen die Leidenschaften aus, um selbst wenigstens für einen Moment das Untote des bürgerlichen Alltags abzustreifen und leidenschaftliche Gestalt anzunehmen. Wie gut das funktioniert, zeigt eine Szene aus Brechts spätem Stück Die Tage der Kommune. Frankfurt, Oper. Während einer Aufführung von Norma aus einer Logentür treten Bismarck in Kürassieruniform und Jules Favre in Zivil. So wird die Szene eingangs beschrieben. Im Folgenden entwickelt sich ein Kuhhandel zwischen Bismarck, dessen Truppen Frankreich gerade niedergeworfen und besiegt haben, und dem französischen Ministerpräsidenten, der den Sieger Serville um unauffällige Unterstützung im Kampf gegen die aufständische Kommune bittet. Bismarck, der ihm die Bedingungen dafür diktiert, kann dabei seine Ohren nicht abwenden vom Gesang der sterbenden Norma, der hohen Priesterin des von den Römern unterworfenen Galliens. Bismarck horcht auf Musik, die herausdringt, weil er die Logentür aufgelassen hat. Kolossal, die Altmann, auch als Frauenzimmer, stramme Person. Na, ihr seid mir ja komische Käuze. Waffenhilfe schlagt ihr schamhaft ab, aber eure Gefangenen sollen wir freigeben, hintenrum. Weiß ja, es soll nicht mit Hilfe einer fremden Regierung geschehen sein. Nach der Melodie, ach Theodor, du alter Bock, greift mir nicht vor den Leuten unter den Rock. Wie? Horcht wieder auf die Musik. Jetzt stirbt sie. Epochal. Was die Figur Bismarcks hier exemplarisch vorführt, ist, was Lacan und Zizek das Genießen des Anderen genannt haben. Der Tod der Norma, der die Unterwerfung Frankreichs und den Tod der Kommunen symbolisch doppelt, bereitet dem preußischen Ministerpräsidenten höchste Lust. Jetzt stirbt sie. Epochal. Die äußerste affektive Grenzsituation verhilft dem Opernbesucher in Kürassieruniform zu machtvoller Leidenschaft, ohne dass sie Leiden schafft. Denn diese Norma ist einerseits eine Fremde, die aus fernen Gefühlswelten kommt, aus Zeiten und Räumen mag sein, in denen leidenschaftlicher Gesang die Welt und die Menschen zu verändern vermochte. Andererseits stellt diese Fremde ihre Dienste, kurzfristige Vorführung leidenschaftlicher Affekte samt prozentualer Beteiligung daran, gegen Bezahlung willig bereit. Von dieser Fremden droht keine Gefahr. Die Sängerin der Norma steht dem Opernbesucher mit ihren Gefühlsdiensten zur Verfügung wie eine Prostituierte.
kolossal, wie alt man. Auch als Frauenzimmer, eine stramme Person. Eine doppelte Beziehung zum Fremden zeichnet also das Genießen des Anderen, zeichnet das Genießen der Klasse, von dem Brecht spricht, im Kraftwerk der Gefühle des 19. Jahrhunderts aus. Es bedarf einerseits des fernen Fremden, weil nur ihm Leidenschaften zugeschrieben werden können, die im bürgerlichen Alltag dysfunktional wären. Zugleich gilt es, die Herausforderung dieses Fremden und damit die Gefahr, die von ihm ausgehen könnte, zu brechen. Das geschieht durch seine Exotisierung und Einverleibung. Die Exotisierung reißt das Fremde aus seiner Lebenswelt und enthistorisiert es. Auf die Oper übertragen, nicht mehr die Dramaturgie, die Handlung, die widersprüchliche Geschichte der Figuren sind entscheidend, sondern die Imago der äthiopischen Sklavin, der japanischen Geisha, der Unterworfenen, den Eroberer liebenden Galierin. In ihrer exotisierten, phantasmatischen Gestalt können diese Opernfiguren einverleibt und genossen werden. Das Genießen der exotischen Fremden erweitert die Gefühlsmächtigkeit des bürgerlichen Opernbesuchers. Eine eigentümliche Verbindung der Gefühle mit der Macht zeichnet das Genießen im Kraftwerk der Gefühle des 19. Jahrhunderts aus. Das Substrat dieser Verbindung ist der kulturelle Kolonialismus. Aida und Butterfly weisen überdeutlich darauf hin. Die Fremden, an denen sich der Opernbesucher delektiert, sind Bewohner von Gefühlskolonien, die die Kolonialstaaten mit frischen Leidenschaften versorgen. Und dennoch, darüber sind wir uns alle einig, gehen diese Opern, wie viele andere mit ihnen, nicht im kolonialistischen Gefühlsvampirismus auf, den der bürgerliche Rezeptionsapparat Oper bedient. Nicht nur die Forschung, sondern auch die Inszenierung des zeitgenössischen Musiktheaters zeugen nachdrücklich von ihrer Sprengkraft, die den bürgerlichen Rezeptionsapparat Oper erschüttert. Dass so ist, davon zeugen indirekt eben auch all diejenigen, die diesem Rezeptionsapparat anhängen, nach wie vor anhängen und die sich fürchterlich echauffieren über die entsprechenden Aufführungen. Auch Brecht mag gespürt haben, dass die Oper noch einen anderen Umgang mit den Gefühlen jenseits des kolonialistischen Genießens bereithält, dass sie ein anderes Verhältnis zum Fremden möglich machen kann. Deshalb arbeitet er mit dem Entwurf seines Theaters an einem anderen, an einem transmedialen Kraftwerk der Gefühle. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wenden wir uns in einem nächsten Schritt Brechts transmedialer Praxis zu. Brechts transmediale Praxis oder der Stachel des Fremden. Wie kaum ein anderer vor ihm, Diderot vielleicht ausgenommen, hat Brecht über Theater überhaupt und über sein Theater in der Rede eines Fremden gesprochen. Die Künste der Malerei, des Romans, der Fotografie und des Films werden ihm zu Medien, über die er sich über die eigene Kunst des Theaters verständigt. Ein Beispiel. Sie wollen wissen, was der V-Effekt ist. Brecht hat ihn in einem Jahrmarktsgemälde gefunden, zu dem uns leider nur noch dessen Vorlage, das Historienbild Karl der Kühne nach der Schlacht von Murten überliefert ist. Ich möchte es Ihnen kurz zeigen. Dieses Historienbild von Eugène Burnand zeigt eine Gruppe Flüchtender zu Pferde in rasendem Galopp und zwei wie im Flug gestreckte Hunde in einer Fluchtbewegung von rechts nach links nahezu auf den Betrachter zu. Unterbrochen wird diese Bewegung in der horizontalen durch zwei vertikale Barrieren. Das sich aufbäumende Pferd im Vordergrund und der Herzog selbst an der Spitze, der wie in Schockstarre gerade und steif auf seinem Pferd sitzt, als sei er der Flucht entzogen, als sei er aus der Bewegung herausgeschnitten. Es ist die Unterbrechung der Bewegung, der Fremdkörper in der Fluchtbahn, die den Verfremdungsakt im Bild herbeiführen. So hat es Brecht gesehen. Brecht
hat sich die Jahrmarktsversion dieses Gemäldes so nachdrücklich eingeprägt, dass es in einem seiner wichtigsten theatertheoretischen Texte, Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielkunst, als erste Referenz für den Vorgang der Verfremdung heranzieht. Andere Beispiele für Brechts transmediale Inspirationen ließen sich leicht finden. Woher hat er die Technik der Montage, bekanntermaßen vom Film, präzise von Eisenstein? Und den Grundgestus vom malerischen Konzept des Tableaus bei Diderot und so fort. Bevor wir danach fragen, was diesbezüglich mit der Oper sei, lassen Sie uns einen Moment innehalten und nach dem Grund dieser Beziehung zum fremden Medium fragen. Es ist, denke ich, ein doppelter. Zum einen lösen die Verfahren der anderen Künstler offensichtlich eine Resonanz im eigenen bei dem Stückeschreiber aus, die ihn anregt, die Grenzen des eigenen Mediums zu überschreiten. Brecht, so meine These, arbeitet grundsätzlich transmedial. Für ihn sind die Malerei, der Film, die Oper nicht fremde Künste, die außerhalb des eigenen Mediums Theater stehen, sondern sie markieren das Fremde im vermeintlich eigenen Selbst. Die ständige Herausforderung, die ständige Infragestellung des eigenen. Zum anderen aber bleibt das andere Medium doch unerreichbar fremd. Was Brecht zum Beispiel an Bruegel oder Eisenstein beschreibt, lässt sich nicht eins zu eins im Theater umsetzen. Wäre dem nicht so, Brecht könnte Verfremdung, Montage und Grundgestus strikt in Termini des Theaters abhandeln. Das tut er auch gelegentlich. Dann aber fehlt der Abstand des unerreichbaren, grundsätzlich Fremden, der uns ein mögliches anderes erfahren lässt, jenseits dessen, was sowieso ist, weil man es ganz offensichtlich hört und sieht. Brechts Theaterarbeit braucht den Stachel des Fremden, von dem Bernhard Waltenfels spricht. Sein zukunftsweisendes Verfahren ist es, sich in seiner eigenen Theaterarbeit im Fremden zu bewegen und sich dessen Herausforderung zu stellen. Zukunftsweisend ist es damit nicht nur als künstlerisches Verfahren. Es zeigt sich an ihm ein grundsätzlicher Umgang mit dem Fremden, den Adorno in Beziehung auf Josef von Eichendorffs gleichnamiges Gedicht mit der Vorstellung einer schönen Fremde verbunden hat. Eine solche schöne Fremde hat Adorno als versöhnten gesellschaftlichen Zustand verstanden. Der versöhnte Zustand, so Adorno, annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass es in der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen. Die von Adorno beschriebene Überkreuzung von Nähe und Ferne, Resonanz und Stachel, Eigenem und Fremden, zeichnet eben Brechts transmediale Praxis aus. Doch nun zur Oper. Es kommt Brechts Auseinandersetzung mit dem fremden Medium entgegen, dass sich in den 20er Jahren Affinitäten auftun zwischen der Komponistengeneration dieser Zeit und Brechts Stellung zur Oper. Kaum zu unterschätzen ist dabei der Einfluss von Ferruccio Busonis 1916 erschienenem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, in dem das Publikum als das, ich zitiere, erste und stärkste Hindernis für die Zukunft der Oper bezeichnet wird. Ganz im Sinne von Brechts Kritik am Genießen des Bürgertums schreibt Busoni über das Publikum: Es ist, das Publikum ist, wie mich dünkt, angesichts des Theaters durchaus kriminell veranlagt. Und man kann vermuten, dass die meisten von der Bühne ein starkes menschliches Erlebnis wohl deshalb fordern, weil ein solches in ihren Durchschnittsexistenzen fehlt. Und wohl auch deswegen, weil ihnen der Mut zu solchen Konflikten abgeht, nach welchen ihre Sehnsucht verlangt. Und die Bühne spendet ihnen diese Konflikte, ohne die begleitenden Gefahren und die schlimmen Folgen, unkompromittierend und vor allem unanstrengend.
Es ist nicht bekannt, ob Busoni und Brecht in den frühen 20er Jahren Kontakt hatten. Ein Exemplar des Entwurfs der neuen Ästhetik der Tonkunst befand sich aber in der privaten Bibliothek des späten Brecht. Angesprochen haben dürfte ihn darin mit Gewissheit Busonis Plädoyer für die Eigenständigkeit der einzelnen Kunstgattungen, das für die Oper zu einer Absage an die Illustration der Programmmusik und zu einer Hinwendung zur Idee einer absoluten Musik führt. Hier ist eine Stellung der Künste zueinander angelegt, die Brecht später als Trennung der Elemente bezeichnen wird. Und eine weitere entscheidende Vorstellung verbindet sich damit, die einer Folge von in sich abgeschlossenen, auskomponierten Zuständen als Strukturelemente der Oper. So hat es der Meisterschüler Busonis, Kurt Weill, gesehen, der in seinen Anmerkungen zu meiner Oper, Mahagoni, im März 1930 schreibt: Es ist eine Folge von 21 abgeschlossenen musikalischen Formen. Die Musik ist hier also nicht mehr handlungsleitendes Element. Sie setzt da ein, wo Zustände erreicht sind. Daher ist das Textbuch von Anfang an so angelegt, dass es eine Aneinanderreihung von Zuständen darstellt, die erst in ihrem musikalisch fixierten, dynamischen Ablauf eine dramatische Form ergeben. Dass Weill nicht die Handlung, sondern einzelne Zustände in den Fokus stellt, dürfte die größte Anziehungskraft ausgemacht haben, die diese neue Oper, die nicht mit den Zeitoper der Grenecks, Brandts und Hindemiths zu verwechseln ist, auf Brecht ausgeübt hat. Denn das epische Theater, erläutert Walter Benjamin, hat nicht so sehr Handlungen zu entwickeln, als Zustände darzustellen. Hier, in der Fokussierung des Zustands, der Auszeit der Handlung, findet Brecht das eigene im Fremden wieder. Hier in der Attraktion des Zustands ist sie zu vernehmen, die Resonanz des Fremden, auf die Brechts transmediale Praxis so sehr aus ist. Allerdings bleibt ja auch in diesem Fall der Stachel des Fremden, die unhintergehbare Fremdheit des Fremden beigesellt. Sie artikuliert sich bei aller Nähe zwischen dem Dichter und dem Opernkomponisten in einer letztlichen Äquivokation des Terms Zustand. Für Weill leitet sich aus den auskomponierten Zuständen der Primat der Musik ab, dem das, wie er es nennt, Textbuch zu seiner Oper Mahagoni nur zuarbeitet. Brecht aber wird dieser Stachel des Fremden zur Herausforderung, erneut über den transmedialen Umgang mit dem Fremden, erneut über die Oper als das inhärente Fremde des epischen Theaters nachzudenken. Seine im Dezember 1930 erschienenen Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gehen deshalb über eine Antwort auf Weill und eine Auseinandersetzung mit ihm hinaus. Sie eröffnen vielmehr ein transmediales Spannungsfeld, das es verbietet, das eine dem anderen zuzuschlagen, das epische Theater der Oper oder die Oper dem epischen Theater oder die beiden Kunstmedien in einem höheren Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. In diesen Anmerkungen ist eine ästhetische Praxis angesprochen, die von größter Bedeutung für das Verhältnis zum Fremden ist, die Praxis des Trennens. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass die Herausforderung des Fremden erhalten bleibt, dass es nicht einverleibt und genossen werden kann. Die Praxis des Trennens ist eine Grundoperation von Brechts transmedialem Theater. Sie artikuliert sich im Verhältnis zwischen Akteuren und Zuschauern. Sie ist die Voraussetzung seiner Kritik des Gesamtkunstwerks und sie bestimmt die Konzepte der Geste und des Zustands. Vor allem aber generiert, ausgerechnet, die Praxis des Trennens die Gefühle, die Brechts Theater so gerne abgesprochen werden. Über das Trennen konstituiert sich damit jenes andere Kraftwerk der Gefühle, die inhärente Oper in Brechts eigenem Schaffen. Der Grundoperation des Trennens in den von mir gerade genannten Ausprägungen möchte ich mich deshalb in einem nächsten Schritt zuwenden.
Im Dialog über Schauspielkunst von 1929 schreibt Brecht: Nicht nahe kommen sollten sich Zuschauer und Schauspieler, sondern entfernen sollten sie sich voneinander. Jeder sollte sich von sich selbst entfernen, sonst fällt der Schrecken weg, der zum Erkennen nötig ist. Was zunächst wie die bekannte Forderung nach Abstand klingt, um besser nachdenken zu können, nimmt eine unerwartete Wende hin zu einer schreckenauslösenden Entfernung aller von sich selbst und allen anderen. Der Schrecken des von sich selbst Entferntseins aber soll die Bedingung von Erkenntnis sein. Auf engstem Raum verknüpft Brecht hier die Trennung von jedem und allem, jeder sollte sich von sich selbst entfernen, mit dem tiefen Gefühl des Schreckens und der vernünftigen Einsicht. Das ist eine Absage an alle harmlosen Exegesen der Verfremdung, die sie auf einen Akt der Reflexion reduzieren. Stattdessen gemahnt Brechts Engführung von fern an die aristotelische Katharsis und deren Betonung des Phobos und mehr noch an die Ästhetik des Erhabenen, in der der ohnmächtige Schrecken, den der Zusammenbruch der Einbildungskraft auslöst, eine zentrale Rolle spielt. Mit einem entscheidenden Unterschied. Die Katharsis strebt die Reinigung von den negativen Gefühlen an. Der ohnmächtige Schrecken in der Ästhetik des Erhabenen wird sublimiert und in moralische Überlegenheit verwandelt. In beiden Fällen geht die emotionale Wucht des Schreckens verloren. Bei Brecht bleibt sie erhalten, indem sie sich transformiert. Wie geht das vor sich? Der Vorgang des sich von sich selbst Entfernens spaltet und teilt die historisch-anthropologische Gestalt des Individuums, die sich im späten 18. Jahrhundert in Europa herausgebildet hat. In ihr ist, mit Negt Kluge gesprochen, eine Gewalt des Zusammenhangs am Werk, die sich als Macht der Unterwerfung nach innen wie nach außen geriert. Sie, diese Gestalt, ist das Subjekt, das sich das Fremde einverleibt und genießt. Diese Gewalt der Gestalt sucht Brecht zu entmächtigen durch eine historisch-anthropologische wie künstlerisch-praktische Politik der fortgesetzten Teilung der Gestalt und der Trennung des Geteilten. Teilung und Trennung sind der Triebgrund einer umstürzenden Emotion, die zur Erkenntnis wird. Die Operationen des Teilens und Trennens schneiden ins Fleisch der geschlossenen Gestalt und greifen deren phantasmatische Einheit und Identität an. Das löst Schrecken aus, den Schrecken der Entsetzung. Und sie befreit zugleich alles Singuläre, das im Zusammenhang der Gestalt gewaltsam eingebunden war, den Eigensinn aller Sinne und Gefühle, die Einzelkünste, die Gesten und die Zustände. In den befreiten Singularitäten transformiert sich der Schrecken der Teilung in Erschütterungsenergie. Erschütterungsenergie lädt die Einzelteile affektiv auf und stärkt sie, sodass sie eine erschreckend starke emotionale Kraft entfalten. Um diese affektive Stärke ist es Brecht zu tun, wenn er die Schwächung der einzelnen Elemente im Gesamtkunstwerk kritisiert und stattdessen eine Trennung der Elemente fordert. Eben in jenen Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Nahegoni heißt es dazu: Der große Primatkampf zwischen Wort, Musik und Darstellung, wobei immer die Frage gestellt wird, wer wessen Anlass sein soll, die Musik der Anlass des Bühnenvorgangs oder der Bühnenvorgang der Anlass der Musik und so weiter, kann einfach beigelegt werden durch die radikale Trennung der Elemente. Solange Gesamtkunstwerk bedeutet, dass das Gesamte ein Aufwaschen ist, solange also Künste verschmelzt werden sollen, müssen die einzelnen Elemente alle gleichermaßen degradiert werden, indem jedes nur Stichwortbringer für das andere sein kann. Brechts Idee einer Trennung der Künste wendet sich gegen die Idee eines Gesamtkunstwerks, das nach dem Prinzip der wechselseitigen Ergänzung die einzelnen Künste addiert und multipliziert. Dabei bringt sie die einzelnen Elemente um ihre eigentümliche Wirkung und unterwirft das Einzelne
dem Primat, dem Phantasma eines sinnvollen Ganzen. Soll dagegen die transmediale Konstellation der Künste die Herausforderung des Fremden behalten, muss Subrecht auf einer Trennung der Elemente in der jeweils eigenen Arbeit bestanden werden. Daraus folgt auch, dass Überlegung, ob die gestische Aktion bei Brecht von der Sprache oder von der Musik initiiert ist, a priori in die Irre gehen. Es liegt ihnen nämlich ein oberflächliches Verständnis der Geste zugrunde, das sie auf alle möglichen Formen des körperlichen Zeigens und Ausdrückens reduziert. Die besondere Idee der Geste bei Brecht und seinem Leser Walter Benjamin hingegen macht es möglich, dass sich die Geste in der schauspielerischen Aktion, in der Sprache und in der Musik gleichermaßen auf je eigene Weise manifestiert. Diese Idee der Geste bei Brecht möchte ich kurz erläutern. Auch die Geste, der eigentliche Akteur in Brechts Theater, entspringt einer doppelten Operation des Trennens. Gesten erhalten wir umso mehr, je häufiger wir einen Handelnden unterbrechen. So lautet Walter Benjamins berühmte Beschreibung der Geste im epischen Theater. Die Heraustrennung der Geste aus einem Handlungszusammenhang qua Unterbrechung macht die Geste nach Benjamin fixierbar und vor allem zitierbar. Die Zitierbarkeit ist das wesentliche Charakteristikum der Geste bei Brecht. Ihre Zitierbarkeit aber versetzt die Geste in Bewegung zwischen Zeiten und Räumen und immer an einen fremden Ort. Der Geste kommt mit aller Vorsicht gesprochen eine migrantische Existenz zu. Dabei verwandelt sich der Schrecken der Versetzung, der Dysposition, in affektive Schwingungen zwischen Zeiten und Räumen. Gesten lösen Resonanzen zwischen unterschiedlichen Zeiten und Räumen aus und bewirken sinnliche Evidenzen, die sich nicht erschöpfen im sprachlichen Sinn. Das ist das Resultat der Trennungsoperation, die die Geste in die Welt setzt. Die tiefste Schicht ihrer affektiven Kraft kommt der Geste aber paradoxerweise durch den Umgang mit dieser Heraustrennung aus einem Ganzen, nämlich durch die Ausstellung ihrer Unvollkommenheit zu. Damit unterscheidet sie sich radikal von jedem gestischen Zeigen auf soziale Verhältnisse, das sich unter dem Diktat des Grundgestus der Szene in den 50er Jahren in die Praxis des epischen Theaters eingeschlichen hat. Diese Geste ist nicht unvollkommen. Sie weiß Bescheid. Aber die Geste, die perfekt und bescheidwissend auf etwas zeigt, verbirgt die unvollkommene, sich selbst nicht einsichtige Geste des Zeigenden, des Sich-Zeigenden, der nicht länger souverän über sein Handeln verfügt. Die Geste, die der Unterbrechung entspringt, sieht sich um ihre Intentionalität und ihre Finalität und damit um die Souveränität des Handelns gebracht. Das schreibt er eben die Züge des Unvollendeten und des Mangelhaften ein. Scham ist der durchschlagende Affekt, der mit deren Enthüllung einhergeht. In der Scham sieht sich der Beschämte entblößt, den Blicken der anderen ausgesetzt. Die schamvolle Aussetzung ist das Double jener Aussetzung, die als Unterbrechung bezeichnet wird. Scham ist der Affekt der im doppelten Sinne ausgesetzten Geste. Ohne Scham, das heißt ohne schamvolles Bedecken und Verbergen des menschlichen Makels, bietet sie sich dem Fremden dar, entblößt und offen für die Berührung. In der Geste der Scham transformiert sich das Entsetzen der Aussetzung in eine affektive Kraft, uns zu berühren. Die Geste der Scham ist auch die Geste der Berührung. Gesten sind nicht nur in Bewegung, sie kristallisieren sich in Zuständen. Die Bewegung der Geste hält ein auf ihrer Wanderung und gewinnt Raum im Zustand. Zustand ist ein nüchternes Wort, das alles bedeuten kann und nichts.
Was ist so faszinierend, dass Benjamin und Brecht im Zustand die Form des künftigen Theaters sehen? Im Zustand staut sich die fortlaufende Zeit der Handlung und wird Stasis. In der Stasis wiederum verräumlicht sich die gestockte Zeit und wird Raumzeit. In der Raumzeit tritt das Getrennte in dynamische Konstellationen, die eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen, Eigenes und Fremdes immer erneut und anders zu kombinieren. Dabei laden die getrennten Elemente, die unterschiedlichen Gesten und das gestisch Herbeizitierte, den Zustand der Stasis mit allen Formen der Trennungsenergie affektiv auf. Der Zustand in Brechts Theater, die affektiv-dynamische Stasis, ist das andere Kraftwerk der Gefühle, das Double jenes Rezeptionsapparats Oper, der Brecht noch in der Verwerfung zum Ansporn wurde. Die Gefühle, die hier freigesetzt werden, verdanken sich dem Aufbruch der geschlossenen Gestalt des Individuums, ihrem Aufbrechen, in einer weiteren Bedeutung des Wortes, hin zum Fremden, außerhalb der eigenen Gestalt und in ihrem Inneren. Und damit komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrags, das Kraftwerk der Gefühle oder der Schauplatz der transkulturellen Eröffnung. Wie unterschiedlich auch immer Brecht und Weil das Konzept des Zustands verstanden haben mögen, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni ist ein hervorragendes Beispiel für die Exposition affektiv-dynamischer Stasen in jenem anderen Kraftwerk der Gefühle, dass das epische Theater, das epische Musiktheater ist. Mahagoni seziert die Manipulation der Bedürfnisse, Wünsche und Triebe in Zeiten des vollendeten Kapitalismus. Fressen, saufen, ficken und sich schlagen sind die Rudimente des Begehrens im Amüsierbetrieb von Mahagoni. Ich greife zwei Szenen heraus, die in der Aufführungspraxis Umstände halber nur zeitweise zusammenstanden, deren Zusammenstellung aber ihrem Gehalt nach zwingend ist. Im zweiten Akt steht eine Schlange von Männern vor dem Bordell, die ungeduldig darauf warten, dass sie dran sind. Rasch, Jungs, he, stimmt ihn an, den Song von Mandelay. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Jungs, macht rasch, denn hier geht's um Sekunden. Die angebliche Zeitlosigkeit der Liebe ist hier ironisch heruntergebrochen auf die Stoßzeit des sexuellen Akts, die der Sekundentakt der kapitalistischen Arbeitszeit diktiert. Dann kommt der Schnitt und der Himmel über Mahagoni reißt auf. Sieh jene Kraniche in großem Bogen. Das ist die Geste der Prostituierten Jenny. Sie zeigt auf die Bewegung der Kraniche, sie zeigt das eigene Zeigen und sie zeigt dabei ungewollt, unbewusst sich selbst. Das Nahe und das Entfernte, das Eigene und das Fremde sind in der Geste dieses Sie zusammengestellt. Sie öffnet einen Raum voll mit Bildern und Zitaten unterschiedlicher Zeiten und Räume, die die Geste mit sich führt. Diese anfängliche Geste des Sie teilt sich dabei in einzelne fixierte Gesten auf, die sich zueinander in Beziehung setzen. Auf mehrfache Weise werden die Gesten dabei von Gefühlen begleitet. Zum einen von den Gefühlen, die sie zitieren, zum anderen von der Schwingungsenergie und nicht zuletzt von der Kraft der Berührung, die von der Geste ausgeht. So entsteht der Raum einer affektiven Stasis. Dieser Raum wird durchschritten und vermessen von einem Gedicht, das Brecht 1927 unter dem Titel Die Liebenden geschrieben hat. Für Mahagoni hat er es in die Form eines Duetts zwischen Jenny und dem Holzfäller Paul Ackermann gebracht. Sieh jene Kraniche in großem Bogen. Die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen, aus einem Leben in ein anderes Leben. In gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Dass so der Kranich mit der Wolke teile, den schönen Himmel, den sie kurz befliegen,
dass also keines länger hier verweile und keines anderes sehe als das Wiegen des anderen in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen, wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben. So lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen. So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. Die Beziehung zwischen Kranich und Wolke, die das Gedicht, die das Duett eingangs beschreibt, ist die einer innigen Verbundenheit, die sich allein durch Abstand und Vorübergang einstellt. So heißt es, dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen, dass also keines länger hier verweile und keines anderes sehe als das Wiegen des anderen in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen. Und von großer Bedeutung auch, in gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Offensichtlich ist, dass Brecht in dieser ersten Passage des Gedichts, des Duetts, eine Reihe fernöstlicher Ideen und Bilder anführt. Der Kranich steht im chinesischen Denken für langes Leben, hohes Alter und Weisheit. Die Wolke apostrophiert das Vorübergehende, Unbeständige und Beiläufige. Beide weisen auf die Attraktion von Yin und Yang im Daoismus hin. Der leere Raum, das bloß daneben, findet in der japanischen Vorstellung das Ma eine Resonanz. Das Nichts, in das der Wind die Liebenden entführen mag, mag an die Erleuchtung der zen-buddhistischen Satori erinnern. Es mag, denn es sind Assoziationen, die hier gestisch zitiert werden, nicht interpretatorische Zuschreibung und Festlegung. Bevor es dazu kommen kann, ist das Duett weiter und in anderen Zeiten und Räumen unterwegs. Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben, solange kann sie beide nichts berühren, solange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen. Das ist nicht mehr China und Japan, das sind Europa und Deutschland in der Zeit um 1800. Es ist die frühbürgerliche Idee der romantischen Liebe, die allen Umständen trotzt, auch der bürgerlichen Realität dieser Liebe, die sich im Song der Männer vor dem Bordell artikuliert. Es ist die Idee des Amor vincit omnia, die Idee eines Paares eng verbunden gegen den Rest der Welt. Es sind also zwei sehr verschiedene Vorstellungen und Gefühlswelten des liebenden Beieinanderseins, die das Gedicht anführt. Es entscheidet sich für keine von beiden. Beide sind vielmehr durch die Kunst der Terzinen ineinander verwoben, sodass der Wunsch nach einer leichten Liebe im Vorübergehen mit der Sehnsucht nach Halt und Dauer der Beziehung korrespondiert. Dass die romantische Erinnerung an die eigene deutsche Geschichte, an die eigene deutsche Geschichte der Gefühle mit den Glücksversprechungen ferner Kulturen in Beziehung tritt. In den affektiven Gesten des Gedichts sind unterschiedliche und des Duetts natürlich sind unterschiedliche Zeiten und Räume zitierend zusammengestellt. Zu den Gesten des Texts treten die der Musik. Weder illustrieren die musikalischen Gesten die der Sprache, noch werden sie zum Präzeptor für diese. Die Musik Weils folgt ihrem Eigensinn, auch wenn sie eine hohe Affinität zu Brechts Verfahren auszeichnet. Auch Weils Musik verfährt gestisch. Es ist, wie Adorno schreibt, eine Musik aus Trümmern der vergangenen Musik, die sie gestisch evoziert. Im Kranich-Duett zwischen Jenny und Paul zitiert sie das Prinzip einer barocken Arie in einer Kantate oder einem Oratorium von Händel oder Bach. Der Einleitung durch eine Gruppe von Holzbläsern folgen abwechselnd Sängerin und Sänger, jeweils unterbrochen, umspielt und begleitet von der Bläsergruppe. Keine Parodie ist damit angestrebt, sondern die Ausstellung von Begleitung
als Idee, nicht als Illustration. Einfach nur daneben sein oder schöne Fremde. In der emotionalen Anmutung der Barockmusik klingt sie wie ein Versprechen. Ich möchte Ihnen das Duett wenigstens kurz anspielen. Es ist die Aufnahme mit Lotte Lenya und Heinz Sauerbaum aus den 50er Jahren. Wilhelm Brückner-Rüggeberg dirigiert das Orchester des Norddeutschen Rundfunks. Entschuldigung. In großen Bogen, die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen. Aus Gefühle, gebunden an einzelne Gesten, Haltungen, Elemente und Zustände, treffen in der affektiven Stasis von Mehergoni aufeinander. Was ist der Zweck dieses Kraftwerks der Gefühle? Zur Erinnerung. Der Schrecken des von sich selbst Entfernens, des Teilens und Trennens sollte nach Brecht zur Erkenntnis führen. Welche Erkenntnis ist damit gemeint? Mit Sicherheit keine, die der Erschütterungsenergie verleugnet, aus der sie hervorgegangen ist. Erkenntnis, die bei der Erschütterung verweilt, der sie sich verdankt, heißt Erfahrung. In der Erfahrung sind affektive Ergriffenheit und Reflexion aufeinander bezogen. Drei Erfahrungen sind es, die die affektive Stasis bereithält. Die Erfahrung der Entsetzung, die Erfahrung der Versetzung und die Erfahrung der Aussetzung. Es sind Erfahrungen von Leuten, die ohne Halt unterwegs sind, realistische Erfahrungen in einer Migrationsgesellschaft, Erfahrungen von Fremden, die im Unterwegs sind. Ihr geheimes Gravitationszentrum aber ist das latente Wissen, dass nicht nur die eigene Existenz, sondern jede bestehende Ordnung nicht von Dauer ist. Diese dämmernde Einsicht wird von einer zweiten latenten Erfahrung begleitet, dass nämlich die in der Stasis angestauten Bruchstücke der Spaltung, Teilung und Trennung auf einen anderen versöhnten Zustand hindrängen, dessen Realisierung die Stasis zugleich beharrlich verweigert. Mit den affektiven Trennungen und Teilungen der Stasis in Mehergoni geht die Latenz eines Künftigen einher, die die Transzendierung der Realität des Kapitalismus und der Kulturindustrie ankündigt. Deshalb hat Adorno Mehergoni die erste surrealistische Oper genannt. Jenseits der Realität ist im Kraftwerk der Gefühle, das Mehergoni ist, die Erfahrung eines Künftigen latent. Adorno hat sie in den Satz gefasst, noch einmal, Mehergoni ist eine Darstellung der sozialen Welt, in der wir leben, entworfen aus der Vogelperspektive einer real befreiten Gesellschaft. Die Vogelperspektive, von der er spricht, ist die der Kraniche und jener Wolken, welche ihnen beigegeben. Sie sind in Mehergoni unterwegs, in eine befreite Gesellschaft aller Entsetzten, Versetzten und Ausgesetzten. Sie sind unterwegs, mag sein, in eine transkulturelle Zukunft. Vielen Dank.
Thank you so much, Günter Heck, for this very stimulating thoughts on a problem that is peculiar, I think, to all genres of music theater. I think particularly on the relationship and the tensions between statical and kinetic energies in music dramaturgy. Unfortunately, we don't have the time to have a discussion, but I'm sure there will be an informal discussion now in the cafe break, and there will be a lot of discussions, a lot of echoes of your wonderful paper in all the discussions, or in a good part of the discussions following the 70 papers we will have in the three sections now. We have half an hour for the coffee break, a quarter past 11. We will be divisi in partes tres, like our conference, which was divisus in partes tres. The vocalita section will take place here in this room. The two other sections will be upstairs in the rooms R-122 and R-126. On your left, upstairs, there are always indications. Downstairs. Thank you. Downstairs, in the base of this building. The base of this building, downstairs, minus 122 and minus 126. Have a good break.